So, und jetzt zeig mir, was du gelernt hast. Vorsichtig. Oh nein. Man sieht's leider auch ein bisschen im Gesicht. Oh mein Gott, das geht nicht richtig. Als ich Nina gesehen habe, wie sie durch dieses Bällebad läuft, dachte ich mir so, okay, jetzt ist alles verloren. Oh mein Gott. Ich werde das niemals hinbekommen und ey, es sah wirklich katastrophal aus. Ich bin sehr oft umgeknickt. Ich glaube, es ist einfach, weil ich nicht so fest aufgetreten bin. Oh, aua. Ich habe einfach nur gedacht, wann ist es vorbei? Aber du bist hingefallen, Ja, also die größte Angst ist, glaube ich, bei uns allen halt hinzufallen, ne? Und dass irgendwie die Bälle zwischen den Fuß kommen, dass man abrutscht. Okay, hier ist Katharina. Die machen sich wahrscheinlich gerade mega Sorgen, ne? Weil ist ganz klar, du kannst gar nicht normal laufen. Ich fand den Walk ehrlich gesagt gar nicht so schlecht, ne? Sie ist ein bisschen sehr verkrampft dabei im Gesicht. Ich muss sagen, es ist auch echt schwer. Mount Everest ain't got shit on me. Kick die einfach weg, die Bälle, ganz ehrlich. Ich spiel einfach ein bisschen Fußball. Oh mein Gott, raus mit dir. Ich weiß, dass Heidi mich heute bei der Elimination besonders kritisch beäugen wird und mich ganz besonders anvisieren wird und sich sagen wird, Mirella, wenn da ein Schritt nicht sitzt, dann gehst du nach Hause. The universe must have defined this. What am I gonna do? Mirella! Aber ja, es sieht dann trotzdem umso besser. So macht man das. Aha, so kann es auch gehen. She goes well. Yes. She controls the legs very well. Auf jeden Fall ein Riesenunterschied zu Nina. Ja. Sah geil aus, bin ich ehrlich. Das war richtig cool. Das war richtig gut gemacht. Dankeschön. I like it. Yes. Wow. Ich finde sie so was von hübsch. I love. Ja, oder? Sie ist elegant, sie ist fun, sie hat tolle Kurven. Brava. I love. Sexy. Vivian hat mich jetzt am meisten überrascht. Ja, weil in Berlin, der Walk war nicht da. Und deswegen hat mich das jetzt hier mit dieser Schwierigkeit am meisten bisher überzeugt. Das war großartig. The right balance between catwalk, confident, cars, face. Yeah, that's for me the best. Hier kommt Selma. Selma hat immer einen sehr speziellen Walk, ne? Sie hat immer so einen kleinen Hüpfer. Vor allem, egal was passiert, ihr Gesicht bleibt immer stark. She's very modern attitude right now, eh? Ja, super modern. Von ihrem Look her. Ja, meine Tochter, rauf und runter, das den ganzen Tag lang. Attitude ist fantastisch. Alles ein bisschen over the top, aber es passt. Mir gefällt es. So, natürlich, jetzt wird es ein bisschen kribbelig, aber ich hab's so richtig los. Fühl mich gut. Nicole. Oh, that dress. No bad, no bad. Ich bin jetzt auch nicht so ein Fan von dieser Pose. Es ist immer so, wo ist das Cape? Ich sehe das Cape nicht, was rauf und runter geht. Wo ist das Cape?
Deswegen verstehe ich gar nicht, warum machen die dann so eine Pose, wenn kein Kleb da ist. Anna Maria. She's good at line walking. Aber ich glaube, der Trick ist auch einfach sehr schnell zu laufen, weil sie macht es ja auch super. Erst habe ich mir ein bisschen Sorgen gemacht. Wird das vielleicht ein bisschen albern mit den Bällen? Aber ich finde es nicht albern. Ich finde, das hat irgendwas. Olivia Oswald. Also sie läuft jetzt nicht sehr elegant, aber wer ist heute schon elegant gelaufen? Aber sie hat eine Stärke beim Laufen. Sie hat auf jeden Fall eine Stärke, klar. Ja, very good. Das war echt gut, was du gemacht hast. Ja. Aber ich fand voll witzig, als ich vorne war und die waren so wow und ich war so. Ja, genau. Coco. Wow. Ja. In Coco habe ich mich ja richtig verliebt. Oh, jetzt hast du die Schuhe mal einfach ausgezogen. Siehst du aus der Schuhe raus? Oh, oh. She lost the shoes. Ja, das Beste, was passieren kann, wenn die Schuhe weg sind da drauf. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Aber hast du gesehen, auch ohne Schuhe hat es auch nicht so gut geklappt. Du hast recht. Hast du die Schuhe verloren? Ja. Die liegen da jetzt irgendwo. Ja, hat sogar Bälle drin. What do you suggest? Einfach weiter. Go ahead, it doesn't matter. Weil vor allen Dingen hier in den Bällen, ich würde den gar nicht wiederfinden ohne Brille. Ich würde sagen, wo ist denn mein Schuh? Never wanted a future. Ha. Ich mach mir sehr, sehr viele Gedanken. Aber wenn ich falle, dann falle ich schön. Ida, sie hat das schöne lange Kleid bekommen. Der Look. Okay, wow. Hallöle. Halleluja. Sie will es aber auch wissen, die Ida, ne? Hat mal wieder einen Job eingesammelt hier und läuft mal richtig schön und locker Wahnsinn. Über die Bälle drüber. Ja, Bälle. Wie macht die das? Richtig gut. Das macht sie mega. Wow. Alter Schwede. Very nice. Brava. Wahnsinn. I like what she's doing. Also das war jetzt das Krasseste überhaupt, ihr Walk, also. Absolut Wahnsinn. Das war krass, Alter. Weißt du, ich mich gefühlt habe? Junge, weißt du, wie Heidi geguckt hat? Heidi saß so da. Ja. So sollte sie auch gucken, wenn ich das durchmache gerade.